Da sind wir wieder, alle Jahre wieder, spielen wir mal wieder etwas Minecraft, um uns zu entspannen und eine schöne Zeit zu haben, ja, wie in alten Zeiten. Hier ist der Vorbudler, der seinen Namen trägt, wegen der alten Zeiten, ja, damals vor über 10 Jahren mal mit Minecraft hier auf dem Kanal angefangen, zwischendurch immer mal wieder eine Serie rausgehauen oder mal auch längere Jahre überhaupt nichts mehr, ne? Allerdings ja. Jetzt habe ich ein bisschen gestreamt, gestern und vorgestern. Das war relativ spontan, also ziemlich spontan eigentlich, weil ich gerade alles wieder neu eingerichtet hatte auf einem neuen Rechner. Und da wollte das mal ausprobieren, ob das alles funktioniert mit dem Stream. Ja, und dann haben wir ein bisschen Minecraft rausgeholt und eine kleine Burganlage angefangen zu bauen. Ja, was auch sonst, es muss immer eine Burg sein, es endet bei mir immer in einer Burg oder eine kleine Stadt oder ein Dorf oder alles zusammen. Ne? Ja, wir haben auch schon einige Dinge erkundet. Das ist also eine völlig spontane Welt. Mal einfach Minecraft angemacht und geguckt, was es uns bietet. Und ich überlege mir mal, wie wir jetzt ein bisschen weitermachen. Ich habe jetzt mal gerade Lust, wieder ein paar Folgen zu drehen. Mal gucken, wie weit es so läuft und wie viele Folgen so dabei rauskommen. Wie verfreue ich mich erstmal, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und würde jetzt mal vorschlagen, ich gehe eine Runde pennen, ne? Ist mal Zeit und dann können wir mal gucken, was wir unternehmen. Ein neuer Tag und nichts hat sich verändert. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich kann jetzt auch mal wieder meine alten Sprüche von früher raushauen. Und was haben wir gemacht? Ja, das ist ganz kurz und bündig erklärt. Da hinten irgendwo sind wir gespawnt. Sichtweite ist nicht besonders weit, ich gebe zu, können wir da vielleicht mal ändern. Aber ich finde es im Grunde auch ganz spannend und irgendwie oldschool so. Ne? Dann bin ich hier ein bisschen lang gelaufen, ganz kurze Strecke nur, und habe diese Hügellandschaft gefunden, direkt am Meer. Erinnert mich an die erste Burg Wiesenfels damals. Ja, und sowas suche ich schon länger. Haben wir uns also hier oben auf dem Hügel ein bisschen geplättet, die Landschaft mal so ein bisschen planiert, damit wir etwas Baufläche erreichen. Hier soll jetzt noch ein schönes kleines Gebäude hin. Alles klein und fein, wie man das von mir so kennt. Keine riesengroßen Modellbauten. Ja, das ist nach wie vor nicht mein persönliches Ding. Also ich gucke mir das zwar gerne an, bewundere das auch, wenn Leute das können, aber für mich selber ist das nichts. Ne? Wir wollen jetzt vor allem einfach mal klein und fein bauen, sodass man es vielleicht mal an ein, zwei Wochenenden so ein bisschen vielleicht sogar nachbauen kann in dem Stil. Materialien sind natürlich jetzt noch nicht so richtig schön. Ne? Wir haben nämlich hier nur eine begrenzte Auswahl. Das haben wir festgestellt im Livestream. Wir haben nur Hölzer. Wir haben auch einen Platteichenwald in der Nähe. Das ist sehr gut. Ich glaube, das Holz hier, das ist das Dunkle, werden wir viel verwenden. Das sieht sehr gut aus. Besser als das normale Holz. Ne? Und ja, Koppelstein natürlich. Und da werden wir jetzt, das mache ich direkt mal, Schönstein herstellen. Das ist dieser normale Stein, den nenne ich immer Schönstein, weil der schön ist, im Gegensatz zu dem Koppelstein. Ja, das ist eben schon so ein bisschen verbruchst. So, und dann wollen wir mal gucken. Ja, hier habe ich noch mal etwas gemacht. Legen wir mal ein paar Kohle nach. Das sind die großen Probleme. Wir haben keine richtig schönen Baumaterialien. Wir können jetzt nur Steinziegel herstellen. Und Kohle haben wir ebenfalls nicht, geschweige denn Eisen oder irgendwelche interessanten Steine, also Andesit zum Beispiel fände ich sehr schön. Also wir werden nicht drum herum kommen, auch nochmal die ein oder andere richtige Minenerkundung zu machen. Ja, und ihr könnt dreimal dürft ihr raten, warum der Kanal hier, auf dem ihr euch befindet, Minenarbeit heißt. Ein kleine Erinnerung, so ein bisschen ein kleiner Hinweis, augenzwinkernd auf Minecraft, Minen, Craft, Arbeit, ne? Also werkeln, ja, und die viele Minenarbeit, die wir hier halt so machen. Ja, die alten Recken unter euch, die früher schon dabei waren, die kennen diese Geschichten ja auch wirklich schon alle. Aber es sind ja vielleicht auch ein paar neue dabei. Mal gucken, wie es so läuft. Ja, hier auch noch alles hässlich und komisch. Hier haben wir schon mal angefangen, Steinziegel einzubauen. Ne? Und da haben wir noch viel zu tun, dass das alles schön aussieht hier. Das ist so ein kleiner Terrassenraum hier, Vorraum. Finde ich im Grunde schön so. Hat hier so einen Weg nach hinten in den Wehrgang. Ja? Und gut, es ist zur Werkbank immer relativ weit, aber gut, ne, Bewegung ist ja gesund. Ne, bleiben wir ein bisschen in Bewegung und in Schwung. Da hinten und hier hinten müssen wir mal gucken, wo das so hinführt. Und natürlich müssen wir auch noch tiefer runter. Jetzt werde ich noch mal ein bisschen Steine kloppen. Ja, denn dieser Bereich hier, das war so geplant als
So drei so Kammern nebeneinander, ja, so kleine Kammern, aber das können wir überall noch bauen. Und hier soll es dann nochmal weiter runtergehen, so ganz eng. Also hier vorne möchte ich, glaube ich, doch eher mal noch vielleicht das Lager unterbringen. Wir brauchen noch mehr Lagerplatz, das ist doch klar. Deswegen werde ich hier das alles nochmal etwas aufschlagen. Müssen wir jetzt sowieso am Anfang sehr viel machen, da wegen der ganzen Materialien und die schönen Steine, die wir noch herstellen müssen. Ja, es ist natürlich blöd. Ja, seht ihr, jetzt sind wir nämlich schon wieder draußen. Ja, es ist nicht so toll. Also lassen wir das ruhig mal hier so zu. Vielleicht machen wir hier eine Nische rein. Ja, machen wir diese Steine auf jeden Fall mal weg. Ersetzen das durch Holz vielleicht und stellen dann noch Kisten dazwischen. Dann haben wir hier so schon mal so ein kleineres, ja, Lager. Ja, ist auch alles noch nicht so erforderlich, dass man das so unheimlich groß baut. Dann kann man das hier wieder zumachen, vielleicht aber auch mit anderem Material. Dann komm, dann hauen wir das auch erstmal weg hier. Das sieht ja nicht aus, ne? Macht das denn hier Sinn, irgendwie zu behalten auf der Höhe? Da sind wir nämlich schon im Außenbereich. Nicht gut. War da noch ein Raum daneben oder sind wir schon am Ende? Ja, hier ist das Ende. Dahinter ist ja dann der Kellerdurchgang. Das geht hier, ne? Hoppla hopp. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, ziehen wir doch hier auch einfach eine Steinmauer rein. Das ist doch gar nicht so schlecht. Machen wir hier einfach Koppelstein hin. So. Und das ersetzen wir jetzt einfach auch. Ja, schon mal ein bisschen netter. Ist natürlich blöd, wenn man eigentlich Steine sammeln möchte, um die zu braten und dann doch wieder verbraucht, um damit Wände zu ziehen hier. Aber hier könnte man, das ist eigentlich schon jetzt schön hier durchzulaufen. Ne? Müssen wir die Kisten vielleicht doch nochmal versenken. Das ist aber jetzt nicht so wirklich wichtig. Wir haben noch genug Stauraum. Ich schaue mal eben nach den ganzen Steinzeug. Hier Kohle läuft noch durch, aber Holzkohle müssen wir noch herstellen. Das bedeutet, wir sollten viel noch Holz hacken gehen. Oh ja, komm, das machen wir jetzt sofort mal. Das ist erste Folge hier von dieser kleinen Miniserie. Ich weiß noch nicht, wie lang sie wird, was ich hier vorhabe. Ich lege einfach mal los, aber ist typisch, dass man natürlich erstmal mit den billigen, einfachen Sachen anfängt. Aber gestern im Stream hat auch jemand gesagt, er hätte so gerne, dass man doch mal wieder so das Ursprungsfeeling hätte. Also als würde man Minecraft zum ersten Mal spielen, ne? Da kann ich nur empfehlen, na, macht halt öfter mal eine Pause. Na? Minecraft ist so ein Spiel, das zockt man eventuell dann extrem, also dauernd und ständig und jeden Tag. Und natürlich ist das dann irgendwann einfach nicht mehr so interessant. Und vor allem, ja, man entwickelt so einen Sportscharakter und man möchte immer mehr und immer mehr und immer mehr und höher und so und noch besser. Und ja, ist irgendwann aber dann furchtbar die Luft raus. War bei mir ja nicht anders, ne? So, jetzt wollen wir erstmal diese ganz normalen, schlichten Arbeiten machen. Ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Äxte vermurksen und verbrauchen. Ja, bin zurück vom Holzhacken, war doch noch nicht so ergiebig. Die Nacht spielt mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung, aber es reicht schon mal um so ein bisschen Holzkohle vielleicht nochmal herzustellen. Nee, nicht ausgerechnet das Dunkelholz. Hier 54, ne? Das ist nicht so super. Können wir hier unten noch ein paar Kohlen abzweigen? Ja, dann können wir nochmal schnell hier so ein bisschen Holzkohle herstellen und vor allem auch nochmal ein paar Steine hier schon mal herstellen. Ja, genau. Alles, was geht. Und noch die beiden, na, da können wir jetzt nicht viel mit anfangen. Dann kommt das erstmal in die Kiste. Und dann lege ich mich auch schnell mal hin, denn es ist immer so blöd, wenn hier die Monster... Ja, seht ihr, schon zu spät. Die Monster sind schon nebenan. Ich versuche es einfach nochmal. Ja, hat doch nochmal geklappt. Ja, liegt natürlich daran, dass außen alles noch dunkel ist. Es ist noch nicht so viel beleuchtet. Wir haben wirklich einfach unglaublich wenig Kohle. Was soll ich da machen, ne? Deswegen. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht fertig. Wir haben aber ein paar Schönsteine jetzt hier. Können wir vielleicht hier oben nochmal weitermachen, vielleicht in dem Wehrgang. Gar nicht lange überlegen. Es gibt an jeder Ecke was zu tun. Da braucht man gar nicht lange überlegen, wo man jetzt weitermacht. Ja, auch hier diese
diese Geschichten hier, ja, könnte man eventuell, ja, Moment, das muss mal eben weg. Ich wollte mal gucken. Vielleicht kann man hier auch nochmal so Kammern einbauen, ne? Ja, und natürlich ist dann ausgerechnet in dem gleichen Moment das Werkzeug kaputt. Und es fängt an zu regnen. Ja, das liebe ich ja auch immer so. Nur zur Information, ich habe natürlich Sheets aktiviert. Theoretisch können wir sie verwenden, falls uns der Regen mal völlig auf den Senkel geht. Und diverse andere Sachen, falls wir gar nicht klarkommen, überhaupt kein Eisen finden. Ne? Was soll's. Wir spielen Minecraft ja schon so lange. Ist egal, was man macht. Man kann alles machen, was man möchte. So, wie gesagt, ist kein Sport, ne? Ist echt kein Sport hier. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen aussortieren. Auch hier so Bäumchen. Ah, ist alles nicht so erforderlich. Gut, dann werden wir hier mal noch ein bisschen hier, bisschen da, ne? Ihr kennt das. Einfach mal ein paar Sachen herstellen. Hacken auch, tatsächlich. Alles letztendlich. Ne? Besonders Schaufeln sind draufgegangen, weil wir hier alles planieren mussten. So, Stöckchen brauchen wir einfach ganz viele. Können wir ruhig mal alles hier verbrauchen. Noch eine Axt dazu. Noch eine Schaufel. Auch noch ruhig hier noch eine Schaufel. Und dann noch mal eine Axt dazu. Tolles Inventararbeit, ne? Haben wir alles unheimlich gerne. Am Anfang war das spannend, aber ja, jetzt noch nach einer langen Pause ist das wieder ganz lustig. Deswegen habe ich gerade wieder ein bisschen Bock auf Minecraft. Gut, Werkzeug haben wir ordentlich dabei. Sogar Essen ist vorhanden. Sogar ein bisschen, ja, eine Waffe. Ja, ganze Erde lagert sich schon an. Seht ihr, da müssen wir vielleicht schon direkt mal eine Kiste irgendwo bauen. Hier hinten. Mal gucken, wie wir das hier machen. Vielleicht... Ich gucke jetzt nach den Laufwegen im Lager und wenn man hier so reinläuft, ist es doof, wenn hier eine Kiste steht, man rennt davor oder so. Ist vielleicht besser, wenn man die hier hinstellt, die Kisten. Dann machen wir die Türen hier nochmal zu und dann können wir das besser aufteilen. Vielleicht hier 1, 2, 3, 4, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das machen wir nämlich auch mal. Hier kommt nämlich jetzt eine, ach komm, machen wir sofort mal. Das machen wir jetzt sofort, eben mal weitermachen. Ich wollte erst jetzt zurücklaufen in den Wald, nochmal ein bisschen Holz holen. Ach, was soll's. Na, egal, was wir tun, ist alles jetzt gerade erstmal erforderlich. Muss irgendwann gemacht werden, früher oder später. Deswegen kann man auch gleich damit anfangen. So, das machen wir alles wieder dicht. So, Kämmerchen bauen wir dann nochmal irgendwo anders ein. Jetzt muss das erstmal hier alles funktionieren. So. Na also, gut, jetzt könnten wir hier Kisten hinstellen, immer so zwei, also eine Doppelkiste und sogar zwei übereinander. Könnte sogar vielleicht noch die Decke etwas aufschlagen, dass das alles etwas hübscher aussieht. Müssen wir mal gucken, ist jetzt gerade erstmal nicht so unglaublich wichtig. Dann wollte ich hier mal diese Holzstämme nehmen, die richtigen rohen Stämme, die sind sehr gut, die gefallen mir immer schon, wenn es so rustikaler zugehen soll, ne? So, guck mal, da haben wir das hier genau zufällig wunderbar abgepasst. Dass das hier so schön in zweier Abständen ist. Ne? Und dann können wir zum Beispiel Fackeln auch immer hier so in diese Höhe hängen. Haben hier gleich ein bisschen Licht, vernünftiges. Ja. Und da passen immer wunderbar Doppelkisten zwischen. Gut, diese Säule... Diese Säule ist im Grunde jetzt auch überflüssig, ne? Das ist eigentlich okay, wenn man hier diese Ecke hat. Vielleicht, ja, machen wir das so, pass mal auf. Hier kommt jetzt auch nochmal so ein Baumstamm hin. Dann ist das so relativ einheitlich. Ich persönlich lege nicht so viel Wert auf Symmetrie und sowas. Kann ruhig mal ein bisschen wild aussehen und durcheinander. Ja. So, aber das ist jetzt natürlich ein schöner, offener Arbeitsbereich hier, wo man sich wunderbar bewegen kann. Alles klasse. Also hier könnte man auch nochmal ein bisschen ein paar Regale unterbringen. Und hier hinten unsere Arbeitsecke. Das ist doch wunderschön. Das ist doch erstmal ganz gut. Kinder, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Lasst heute erstmal einen Daumen da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Böse, böse. Jetzt mal schnell, schnell. Nee, alles gut. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da geht's schön weiter hier
Bis dahin, bleib schön sauber, hab viel Spaß und lasst euch von nichts und niemandem Angst einjagen.